Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Tipps und Tricks. Heute möchte ich euch mit dem Zeiss Mini ja ein paar Bilder präsentieren. Was taugt dieses Ding? Dieses kleine Licht, das ich euch hier gerne einblende. Ich arbeite mit 2,7K 50 Bilder die Sekunde. Ich mache jetzt einen kleinen Waldspaziergang hier nach der Arbeit. Ich arbeite mit dem Mediashow, mit dem eingebauten Richtmikrofon. Also der Ton müsste auch funktionieren. Jetzt möchte ich euch zeigen zum Beispiel hier dieses Laub von, ich würde sagen von 10 cm bis hin zu 2 Meter mit dem stärksten Licht. Und jetzt nehme ich diesen Beamer ab, den zeige ich euch hier, schaut, so schaut das aus, und dann haben wir noch ein bisschen Helligkeit gewonnen. Und ja, wenn ihr Lust habt, geht es mit mir da eine kleine Spazierrunde und versuchen wir ein paar nette Aufnahmen zu machen. Das Problem ist bei dem Zeiss Mini, das ich jetzt runtergenommen habe, ich leuchte da jetzt mich quasi von oben selber an. Wenn das jetzt direkt am Mediashow montiert ist, dass man nicht mehr in die Linse schauen kann, weil das einfach zu sehr blendet. Deshalb habe ich das jetzt so oben, leuchte mich jetzt quasi von oben so an, dass ich nicht mitten ins Licht reinschaue, weil das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe zwar auf der Seite hier noch eine Möglichkeit, hier das Ganze zu montieren, aber das ändert leider nichts an dem, dass ich mich da selber sehr blende. Von oben runter geht's. Wenn ich jetzt diesen Dimmer draufsetze, so, jetzt habe ich immer die höchste Stufe eingeschaltet mit diesem Dimmer. Geht so einigermaßen. So, und jetzt habe ich den Mediashow, das Richtmikrofon von der Rückseite quasi aktiviert. Jetzt sollte der Ton hier auch ganz gut sein. Das Zeiss Mini habe ich jetzt wieder montiert auf der Kamera. Ich habe hier auch das Hypersmooth aktiviert. Da bin ich auch schon neugierig, wie sich das Ganze tut bei diesem schlechten Wetter. So, spazieren gehen kann man nicht in der Nacht. Da muss man wirklich stehen bleiben, sonst läuft man irgendwo gegen. Aber ich muss sagen, das Zeiss Mini bringt schon gute Leistung. Wieder runter, diesen Dimmer, den habe ich jetzt draufgegeben gehabt, damit ich nicht ganz erblind da in der Nacht. Bin schon sehr gespannt auf die Bilder. So, jetzt habe ich circa das auf Kopfhöhe am Boden. Schau mal runter, Und jetzt mit dem Dimmer tun wir den drauf. So. Wieder höchste Stufe, höchste Stärke. Tun wir den Dimmer wieder weg. Geh noch eine Runde. So, hier kann man dann wunderbar dieser Baumstamm, der ist jetzt, schätze mal, tief 3,5 Meter weg von mir. Und das Richtmikrofon nach hinten ausgerichtet. Und jetzt werde ich da noch einmal abstoppen und versuchen, ein Foto zu machen. So, nun bin ich endlich zu Hause angekommen. Ich arbeite jetzt mit der GoPro Hero 8 auch noch, damit ihr mehrere Aufnahmen bekommt. Ich habe jetzt hier dieses Zeiss Mini auf höchster Stufe eingeschaltet und hier oben seht ihr auf der 10er eben diesen Mediamod setzt ihr hier dieses Richtmikrofon. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass das Zeiss Mini ein bisschen, wie sagt man in Österreich, klackelt, also wackelt und dementsprechend auch Geräusche macht. Ich bin schon sehr gespannt, ob man das auf dem Richtmikrofon, das jetzt ca. 50 cm von mir weg ist, entfernt ist, ob das dann auch zu hören ist. Ich hoffe nicht. Ich habe jetzt noch nebenbei die GoPro Hero 8 im Einsatz und bin schon sehr gespannt auf die Bilder. Jetzt mache ich da noch mal finster. Jetzt arbeiten wir ausschließlich mit dem Zeiss Mini und hoffe, dass hier wirklich gute Bilder zustande kommen. Am Mediashow montiert das Zeiss Mini bei höchster Stufe. Da muss ich sagen, da hat man ein echtes Problem hier, da erblindet man fast.
geschweige denn, man kann in der Nacht sicher nicht zu Fuß gehen, ohne dass man irgendwo gegenläuft. Also das würde ich eher zum Ausleuchten verwenden oder wenn die GoPro irgendwo steht, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und es euch weitergeholfen hat, eventuell bei der Kaufentscheidung, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo umso mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke, Baba, Servus und auf Wiedersehen.